Das hier also das Foto mit der Max-Schmeling-Halle. Jahre und immer noch modern, das Ding. Also gigantisch hier das Baugrundstück. Hier waren wir auf einem Rave. Und hier ist das Ding, was auch in Lübeck steht. Aber jetzt drängen die Portugiesinnen die bundesdeutsche Auswahl weit zurück in den zentralen Strafschlund. Und das ist der Startschuss für die Unparteiischen, die Tierherden im Uhrzeigersinn zu den Ausgängen zu treiben. Die deutschen Damen reagieren mit offensivem Name-Dropping. Jetzt kann eigentlich nur noch der brennende Pottwal das Ruder herumreißen. Und tatsächlich, Deutschland formiert sich um das geschickt hypnotisierte Säugetier. Die letzte Chance des deutschen Teams, das immer wieder durch wandernde Sägezahnwellen abgelenkt wird. Aber was ist das? Mehrere Paraglider setzen plötzlich hier im Ernst-Bloch-Stadion zur Landung an. Es scheinen wieder die nackten Tierschützer zu sein, die sich schon in der letzten Saison regelmäßig an die Anzeigetafel gekettet hatten. Man fragt sich, was das soll. Super. Ja, das ist ein Künstlername. Max Schmeling. Das ist echt ein Klassiker. Und der ist so klassisch. This is such a traditional soccer player. That is just like the John Hartfield Platz in Berlin. Very Spartakistic. Kick the crowd. No, not really. Space! Ja, ihr wisst, wie weit der schießen kann. Zum Glück gibt es noch andere Sportarten. Ja, ich mach mein Ding. Da ist es zuerst gehört.